Ein Hallo und ein herzliches und willkommen zurück bei City Skylines. Vorerst zur letzten Folge City Skylines. Denn ab morgen wird hier The Tenants kommen. Das hatte ich ja schon mal, glaube ich, vor 2 Tagen angekündigt. Dass wenn The Tenants rauskommt und das wäre dann, wenn diese Folge erscheint, der morgige Tag, dass ich dann erstmal umswitchen werde. Ja, dementsprechend machen wir heute erstmal noch hier den neuen Bezirk. Also hier die Ecke auf jeden Fall. Und dann, ja, gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, wenn The Tenants irgendwann mal zu Ende sein sollte, dass ich vielleicht hier nochmal vorbeischaue. Oder später. Allerdings ohne tatsächlich feste Ankündigung, dass es so kommen wird. Das schon mal als erstes. Und wir bauen eine weitere Straßenbahnlinie. Und zwar machen wir hier raus auch komplett Straßenbahn. Das können wir schon mal vorbereiten. So, das tut mir echt leid, aber diese Straße muss leider wieder kleiner werden. So, dann näht es hier lang. Na? Nein, Ort ist bereits belegt, hör auf. Euer Ernst. So, und dann geht's nach oben. Ja, so, machen wir erstmal die Verbindung. Das muss man, glaube ich, auch noch umändern, ne? Ja. Irgendwie zusammenfinden. Nein, brauchst du das nicht. So, dann haben wir nämlich eine zweite Straßenbahnlinie. Also noch nicht, aber gleich. Ja, nicht im Parkgebiet, ist mir ja klar. Alter, bau das irgendwo hin. Ja, müssen wir mal ganz kurz hier so machen. Das wird ja gleich wieder gehen. Keine Ahnung, warum das beim ersten Mal nicht funktioniert. So. Okay, sehr gut. Ist auch bei 5 Sternen geblieben. Ja, das hier ist natürlich Quark. Das hier genauso. Gut, dann setzen wir schon mal die Straßenbahnlinie. Also, neue. Alter. Unübersichtlicher geht's ja fast gar nicht. Das ist hier der Eingang. City in Motion? Nein, 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 nein. Ich würde es eigentlich eher mal gegenüberliegend bauen, aber ist egal. Ja, komm. Kann ich das nochmal abbrechen? Ich baue die genau gegenüberliegend immer. Alter, jetzt. Nee. Eieiei, jetzt diese Punkte zu finden, ist aber auch eine Meisterleistung von mir. So. So, und da müssten wir eigentlich schon fast fertig sein. Hier nochmal eine gesetzt?
Ich erkenne es leider überhaupt gerade gar nicht, ne? Sorry. Gut, ich denke, das müsste passen. Straßenbahn. So, das machen wir hier auch mal richtig. Rot. Gelb, grün, blau. So. Gut. Und dann... setzen wir mal die schönen Straßen. Also nicht die schönen. Ach, jetzt habe ich das Ding immer noch aus, wa? Ja. So, die knallen wir einfach mal straight durch. Ja, da können wir uns was anderes überlegen. Und das ist dann auch wurscht. So, das sind erstmal die Main Streets, die durchgehen. Hier, fette Kreuzung auf jeden Fall. So, und dann machen wir hier, würde ich sagen, nochmal eine kleine Runde Einbahnstraße. Seite kann man es auch noch mal machen. So ein bisschen herzförmig. Und hier... das sind... okay, mit Gras ist richtig. Würde ich sagen, gehen wir einfach... ja, komm, da gehen wir straight durch. Geil. So. Neuer Bezirk. Oh, das Lafayette-Viertel, ne? Das ist doch ein schöner Name. Ja, das müssen wir dann nochmal genau anpassen. Und zwar... Abschluss ist die Straße hier. Na? Ist zum Glück sehr einfach, weil es halt straight geht. Nee. So. The Lafayette Viertel. Sagen, gehen wir hier irgendwo durch. Naja, also wie gesagt, ich bin mit der Wassersituation hier. Ah, sieht das scheiße aus. Naja, ist egal. Ist egal. 600.000 haben wir noch am Start. So, hier können wir schon mal erhöhen.
So, dann machen wir eine Runde wie immer. Und zwar bauen wir hier aber auch die fetten Teile. Ach, das geht wieder nicht. Also es geht schon, aber ungünstig. Okay, dickes, fettes Krankenhaus. Ein Crematorium großes. Eine fette Feuerwache. Schade. Fette Polizeistation. Ja gut, das geht in den Gebäudekomplex über, aber damit kann ich tatsächlich leben, weil es sogar noch halbwegs okay aussieht. Ja, und Schulen halt, ne? Schulen können wir sehr viele bauen. Eine Unität, auf jeden Fall. Na, aktualisierst du dich? Jetzt, okay, sehr schön. Public Library? Oh, ein zu wenig. Aber die passt perfekt hier hin. Eine Jubilee Hall. Gymnasium. Ist auch nochmal das Fette. Und eine Phoenix High School. Na komm, die geht aber hier noch hin. Hallo. Alter, willst du mich verarschen? Geh doch mal bitte an die Straße da ran. Ach, da ist irgend so ein komischer Blob im Weg. So. Ja, euch fehlt es natürlich an allem. Das ist aber okay. Dann werden wir hier nochmal kurz abreißen. Da kommen Büros hin. Das wird alles Büro. Die Ecke wird auf jeden Fall Wohnhaus. Das machen wir alles zu Wohnhäusern. So, das hier wären Wohnhäuser auf jeden Fall. Das würde ich gern zu dicken Gewerbegebieten machen. Gut, hier könnte man theoretisch noch eine U-Bahn setzen. So, das können wir auf jeden Fall nochmal zu Wohnhäusern setzen. Hier bin ich mir unsicher. Außenrum kommt auf jeden Fall Wohnhaus. Ja, innen drin bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, was ich setze. Aber wir könnten auf jeden Fall einmal... Obwohl, komm, wir setzen gleich alles. Mit Gewerbegebieten. Und hier in die Mitte kommen fette Gewerbegebiete. So, und dann machen wir das hier noch Wohnhaus. Das hier Wohnhaus. Gut, haben wir. Hier würde ich mir ganz ehrlich noch so eine... So eine Reihe setzen, wo wir vielleicht... Genau, hier könnte man den Freizeitpark mitsetzen. Also eventuell... Dass wir hier vielleicht einen Freizeitpark machen. Dann haben wir den nämlich auch mal. Tourismus, nee. Freizeitpark, da. Haupttor. Ich weiß gerade nicht, wo die... Tramstation ist. Hatte ich hier eine Tramstation? Da sind welche. Okay, dann müssen wir das doch nochmal kurz umbauen. Dann wird der halt ein bisschen breiter, ist ja egal. Oh, hör auf.
So, hier sind die Tramstationen. Dann machen wir hier den Haupteingang hin. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Die Herbstwelt. Naja, gut. Das wird nicht so heißen. Ist uns allen klar. So, Herbstwelt. Erweitern. Ja, ich hätte auch den fetteren nehmen können. Was ist denn hier eigentlich mit der Ecke? Ach. Alter. Bleib an dieser blöden. Straße dran. So, jetzt. Warum ist das so weit oben? Okay. Oh. Strange. So, Haupttor haben wir. Was habe ich denn hier gebaut? Freizeitpark Haupttor? Kleiner Freizeitpark Haupttor? Nebentor. Setzen wir da noch ein Nebentor. Begrenzung. Okay, und ja, gut, dann können wir hier vielleicht noch mal bauen. So. Platz im Freizeitpark. Ja, jetzt muss ich halt nur gucken, dass das alles wieder passt. Was haben wir hier? Freizeitpark Café. Souvenirladen. Ey, komm. Geh da bitte ran. Toiletten. Spielstand. Ach, das sind die Dinger hier, ja. Das erkenne ich wieder nicht. Ist das richtig? Kann ich das noch ein Müh ranziehen? Ja, hervorragend. Und ein K. Russell. Ach, das ist die Straße schon. Schade. Können wir aber da hinsetzen. Gut, Herbstwelt. Ja, es wird an allem mangeln. Hauptsächlich sogar am Wasser. Gut, Wasser können wir euch bieten. Strom kommt. Ja, doch, wenn hier vorne alles gebaut ist, haben die auch Strom, logisch. So, hier hinten muss schnell verbunden werden. 70.000 haben wir übrigens auch gleich geschafft und dann können wir den Flughafen setzen. Wo ich keine Ahnung habe, wo ich den hinsetze. Also Platz haben wir ja diesmal. Aber. Alter, was ist denn hier eigentlich los? Ach, wegen der... Ja. Alter. Viel Verkehr. Sehr viel... Oh, hier ist auch... Ach nee, die... Parken die? Nee, die wollen alle weg. Oh Gott, Alter, das ist dieses Verkehrschaos hier hinten in diesem Gebiet. Ist so grausam, grausam.
So, fahren hier Straßenbahn rum? Ja, sehr schön. Strom, check, auch sehr geil. Ja, Flughafen. Wo bauen wir den hin? Kann ich... Fußweg über die Gleise setzen? Nee. Laufen Menschen darüber? Nee, da fehlt die Verbindung. Scheiße. Ich kann es relativ einfach machen. Gut, kann ich nicht. Gucke mal, ob das geht. Ach, Kacke, ich muss erst den Gehweg runtersetzen. So, und jetzt kann ich die Straße dementsprechend bauen. Wäre so einfach, wenn ich hier einfach rüber könnte. Das sieht auch so scheiße mal aus. Naja, egal. Kann ich den nicht hier noch ein bisschen weitersetzen? Auch kacke aus. Ey, ganz ehrlich, kann ich... Das ist doch bestimmt möglich. Warum ist denn der Ort bereits belegt? So, jetzt ist der Ort nicht belegt. Die Entfernung zu gering. So. Und da würde ich jetzt den Flughafen hinbauen. Verbindungsmäßig würde der dann hier oder vielleicht hier hinten anschließen, muss ich mal gucken. Wahrscheinlich eher hier hinten. Ich muss erstmal den Flughafen bauen, dann kann ich die Straße hier auch nochmal neu ausrichten. So, komm. 194 brauche ich noch. Ist hinten schon alles vollgebaut? Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Also es geht auch noch bergauf. Hier nochmal Büros hin. So, da nicht mehr. So.
So, noch 180. Warum geht denn die Personenanzahl jetzt wieder runter? Ich habe übrigens immer noch keinen Knast gebaut, ne? Ja, ich muss unbedingt mal ein Gefängnis bauen. Würde sich ja anbieten, wenn ich das vielleicht hier hinten setze. So. Unterbrochene Stromnetze. Metropole, sehr schön. Naja, ich weiß, hier fehlt alles. Na? Dann sparen wir uns das dritte Mal und gehen einfach hier den Bogen. So, Flughafen, komm. Was ist das? Airplane Taxi. Achso, ja, ich kann jetzt auch noch ein paar mehr Dinge. Ah, nein, das geht nicht. Alter, setz diesen scheiß Flughafen jetzt hin. Oh, das gibt's doch nicht. Ach, weil das hier so extrem hoch geht. Oh nein, 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 nein. Oh shit. Jetzt haben wir aber was zusammengebastelt. Scheiße. So. Ja. Super. Fuck, Alter. Schlimmste Sache jedes Mal. Schlimmste Sache. Und jetzt noch den Gehweg. Ey, jetzt mach die letzten paar Meter. So, ist mir egal. Hauptsache, das Ding ist jetzt... Achso, ja, es kann auch nicht funktionieren. Erstens, weil es kein... Doch, Strom hat's. Wasser hat's noch nicht. Und natürlich auch noch keine Verbindung. Da muss ich mir echt überlegen, wo ich das Ding langsetze. Ich mach's dahin. Ja, das ist natürlich auch kein Wasser.
jetzt sagen wir mal hier nochmal Bürogebäude hin. Kein Platz verschwenden. So. Jetzt ist die große Frage. Wird der Bahnhof benutzt? Erstmal muss hier ein Flugzeug landen. Oh ja. Also klar, das ist gut. Das hier hinten ist schwierig. Direkt mit den Bäumen. So, ich mache mal ein bisschen Platz. Komm schon, lass jetzt hier ein Flugzeug landen. Ich will wissen, ob der Bahnhof benutzt wird. Achso, wir können hier natürlich auch nochmal einen Taxistand machen. Der halt überhaupt nicht benutzt wird, ist uns allen klar, aber dann haben wir ihn mal. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Gut, alternativ kann ich hier auf die Hauptstraße rauskommen. Auf der Hauptstraße rauskommen. Ist auch nicht schlimm. Also erstmal muss hier ein Flugzeug landen. Das machen wir heute noch. Und dann werde ich mich verabschieden. Also wirklich attraktiv ist das Ding hier oder unsere Stadt natürlich noch nicht. Ist uns allen, denke ich, klar. Was ist das? Wohnmobil. Alter, kann man bitte jetzt hier so ein... Da kommt das erste Flugzeug. No. Naja, schwierig mit den Bäumen hier. Halt, ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. So, da kommen Menschen. Okay. Diesen Steg hier benutzt kein Mensch. Das will ich jetzt noch hinkriegen. Wo muss ich jetzt hier rauskommen? Okay, da kommt eine fette Masse. Sind die jetzt... Da kommt die nächste fette Masse, Alter. Wo kommen die denn alle her? Die latschen hier außen rum. Okay.
Wie gesagt, alternativ könntet ihr jetzt den Tunnel benutzen. So, ich verfolge die jetzt einfach mal. Wohl offen hier hin. Okay, die laufen tatsächlich Richtung Bahnhof. Warum benutzt ihr nicht meinen Fußgängertunnel? Ja, die latschen auf jeden Fall alle zum Bahnhof. Finde ich super. Absolut lobenswert. Ah, warum benutzt ihr denn nicht den Tunnel? Kaufen Sie neues Land. Ja, ja, ja. Es benutzt kein Mensch diesen Tunnel. Die latschen wieder alle da oben lang. Das fand ich ja ernst. Also meinetwegen, macht das. Ist mir wirklich absolut Wuppe. Alternativ. Geht da jetzt rein. Alter. Oh Mann, das geht auch nicht. Das macht mich wild. Na komm. Ah, warum ist das Gefälle zu steil? Na komm, da war's doch eben. Benutzt ihr jetzt die Abkürzung? So, kommt schon. Ja? Ja, sie benutzen es. Na super. Ach, es geht doch. Oh, dann spart euch nämlich diesen riesen Umweg, sondern könnt hier einfach... Herzlichen Glückwunsch, danke. Ja, super. Ah, ich weiß nicht, warum die nicht hinten lang gehen. Das erklärt sich mir einfach nicht. Ah, ist egal. Ach, es hat doch geklappt. Gut, meine Damen und Herren, Feierabend für heute und auch erstmal, wie gesagt, für etwas länger. Die nächsten Sachen
dann hier auf dem Spot kommen, sind... Oder ist The Tenants. Ab morgen dann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann es zeitlich rauskommt. Ich hoffe, dass ich vielleicht um... Naja, um 12 wird es noch nicht passieren. Aber in den späten Abendstunden dann die erste Folge von The Tenants zu sehen bekommt. Also ihr. Da fehlt doch irgendein Wort. Naja, egal. Und ja, da geht's dann, wie gesagt, morgen mit weiter. Mit The Tenants. Wenn wir damit irgendwann durch sein sollten, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht ein bisschen weiter baue in Canville. Ich möchte mich da nicht festlegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass das passieren könnte. Dass wir uns nochmal Canville angucken. Die 80k müssen wir nämlich noch schaffen. Die Megalopolis. 90k, ach du Scheiße. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch einiges für machen. Aber pff, wir haben ja Zeit. Ja. Uns hetzt ja hier keiner. Gut, dann bedanke ich mich. Sage ciao, tschüss, bis morgen. Bei The Tenants. Oder wenn ihr nur für City Skylines hier sein solltet. Ja, dann leider erst bis ein wenig später. Ich hoffe, ihr verzeiht mich. Haut rein, ciao, tschüss. Auf Wiedersehen.